Toffi ist alles in einem. Sänger, Alkoholiker, Geschichtenerzähler. Ja, wenn dann richtig, ne? Ich bin ein Allround-Talent. Prost. So, ist Remy eigentlich zu Hause? Ich gehe schon schnurstracks auf sein Haus zu. Ja, er ist es. Das finde ich übrigens mitunter am schönsten. Das ist eines der schönsten Gebäude in Dreamlight Valley, finde ich. Das Haus von Remy. Ich finde das voll schön. Ich weiß nicht, wieso. Raupe frittiert? Ich weiß nicht, aber eine Heißluftfritteuse. Das ist ja der neueste Trend, ne? Oder Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Interagieren? Hä? 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 Rote Kartoffel. Eine seltsame Zutat, die in Remys Kühlschrank gefunden wurde. Für welches Rezept könnte das verwendet werden? Hat das das mit der goldenen Kartoffel zu tun? Okay, ich habe mich nicht spoilern lassen. Wirklich nicht. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Das habe ich jetzt rein zufällig gefunden. Cool. Schauen wir mal. Warten wir es mal ab. Es sei denn, das hat was mit der Olaf-Quest zu tun. Nee, okay. Hätte sein können. Du suchst also nach dem perfekten Snack für die Märchenstunde? Oh, ich weiß. Wenn ich an Geschichten und Snacks denke, fällt mir vor allem eine Sache ein. Das flackernde Licht einer Kinoleinwand. Der Geruch von gesalzener Butter. Du brauchst Popcorn. Aber doch nicht gesalzen. Boah, diese Ratten. Nein, Popcorn ist immer süß. Code nicht gültig. Also die Bindestriche sind unheimlich wichtig. Alles groß schreiben und die Bindestriche mit rein. Ganz, ganz wichtig. Ah, Annie. Immer alle Buchstaben groß und mit Bindestrichen. Ohne Bindestriche geht's nicht. Ganz, ganz wichtig. Habe ich nämlich auch den Fehler gemacht. Den habe ich auch gemacht. Bist nicht alleine. Ich habe den Fehler auch gemacht. Falls du den auch gemacht hast. Süß und salzig gemischt. Was? Nein. Von wegen. Nur süß. Nur süß. Super. Danke, Remy. Warte. Du hast gesagt, Olaf wird dort sein? Ich weiß, wie man dieses Rezept zu etwas ganz Besonderem machen kann. Du solltest auch etwas Zuckerrohr dazu geben. Dann lass aber das Salz weg. Oh, und du brauchst etwas reines Eis. Das ist die geheime Zutat. Ich bin sicher, dass Elsa dir gerne dabei hilft. Danke. Jo. Dann let me go zu Elsa. Salz ist besser als süß. Mhm. Oh, ist der Code vielleicht schon vorbei? Wie war das mit den Berlinern? Du meinst Krapfen, Schrägstrich, rassistisches, sage ich schon. Diskriminierendes Gebäck? Wir wollen darüber nicht sprechen. Diskriminierendes Gebäck ist diskriminierend. Das ist nicht in Ordnung, dass wir jetzt darüber sprechen. Das heißt weder Berliner, noch Krapfen, noch Pfannkuchen, irgendwie. Es heißt einfach Gebäck, dessen Name nicht genannt werden darf. Hallo, könntest du mir vielleicht zur Hand gehen? Ja, mache ich gerne. Du machst einen Snack und Remy hat dir gesagt, du sollst etwas reines Eis besorgen. Das ist ja interessant. Ton ist schon wieder aus, verdammt. Ich stelle keinen Meisterkoch in Frage. Hier, bitte. Du hättest mir das Eis auch einfach in die Hand geben können. Du musst es mir nicht in den Schritt werfen. Elsa, wenn du es so dringend nötig hast, ich könnte dir da ein paar, ne, Apps empfehlen. Tinder und so. So, koche Olaf einen Snack aus Mais, Butter, Zuckerrohr und reinem Eis. Okay, machen wir das mal. Ich bin mal gespannt, wie das Popcorn aussieht am Ende. Elsa bei OnlyFans. Aber da kriegt man doch keine Leute. Also da kannst du, da hast du ja nichts von. Ich meine, da kannst du höchstens deine Bedürfnisse, dich anderen zu zeigen, befriedigen, oder nicht? Mein Lehrer hat uns am Freitag Krapfen mitgemacht. Krapfen. So, alles klar. Guck mal, da ist auf jeden Fall diese rote Kartoffel. Ich weiß nicht, wofür die da ist. Wir lassen es jetzt einfach mal. So, warte. Was war das nochmal? Mais, Butter, Zuckerrohr und reines Eis. Kaufe ich nochmal Butter. Oh, ich hatte noch eine Butter übrig. So, Mais mal zwei. So. Dann reines Eis, Zuckerrohr
Wo ist es? Was war das letzte? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe mich jetzt so auf den Zuckerrohr konzentriert. Ich habe schon wieder vergessen, was das letzte war. Was war denn das letzte? Ich bin so schlecht. Ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb. Es ist wirklich so. Was war denn? Butter, Mann. Du mein Bestraf. Okay, das habe ich wirklich verdient. Die sieht ein bisschen blau aus. Süßes Frostpopcorn. Das sieht aber echt lecker aus. Das will ich probieren. Da ist nämlich kein Salz drin. Ihr habt es gesehen. Das will ich probieren. Okay, also bei Flora Maus hat es geklappt. Okay, ja genau. Dann einfach vielleicht nochmal neu starten. Habe ich auch immer mal wieder so kleine Problemchen im Spiel. Könnt ihr euch noch an die Maui-Quest erinnern, die bei mir nicht funktionierte? Seht ihr, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten auch in dem Spiel. Ihr seid nicht alleine. You are not alone. I am here with you. I play the game with you. Shoo-bi-doo-bi-doo. Vorhin arm geworden. Ich habe einfach 1000 Eier und 1000 Käse gekauft. Das wird doch alles schlecht. Hallo, also gar nicht alles verwerten. Ich benötige hier etwas Hilfe. Wenn man alle Aufgaben im Sternenpfad durch hat, bekommt man dann neue? Ich habe nur noch eine Aufgabe übrig da. Nee. Der Sternenpfad hat Aufgaben, die endlich sind. Also ab einem gewissen Punkt, wenn du alle Aufgaben erledigt hast, hast du auch alle, also hast du genau richtig viel Anzahl an der Währung, dass du dir sämtliche Items aus dem Sternenpfad kaufen kannst. Mehr von dieser Währung brauchst du ja nicht. Das ist ja nur für den Sternenpfad, diese Währung. Deswegen ist dann wirklich tutti, wenn die Aufgaben durch sind, sind die wirklich durch. Da kommt nichts mehr. So. Toffee, das riecht köstlich. Jetzt ist alles bereit, damit du deine Geschichte erzählen kannst. Ich freue mich auf deine prächtige Unterhaltung. Es begann damit, dass ich unter einem Baum im Wald einschlief. Und dann schlief zusätzlich mein Fuß ein. Und weil das immer so ein wahnsinnig ekliges Gefühl ist, wenn der Fuß einschläft, habe ich natürlich geistesabwesend einfach auf meinen Fuß geschlagen. In der Hoffnung, dass er halt schnell wieder wach wird. Das hat allerdings nichts genützt. Es hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich einen Blutstau in meinem rechten Fuß bekommen habe. Nicht nur, dass er eingeschlafen ist, ich hatte jetzt auch das Problem, dass ich eine verquere Blutzirkulation in meinem Fuß hatte. Daraufhin musste ich zum Arzt gehen. Der Arzt hat mich natürlich ganz klar untersucht und festgestellt, dass nicht nur mein Blut in meinem Fuß Probleme bereitet, sondern auch noch ein Furunkel an meinem Arsch. Zusätzlich hat er halt eben die Blutzufuhr wieder normalisiert und den Furunkel an meinem Arsch ausgedrückt. Das Problem war, dass der Furunkel schon gestreut hatte, sodass mein ganzer Hintern jetzt mittlerweile auf die doppelte Größe angeschwollen gewesen ist. Jetzt bekomme ich eine Hinternsalbe und die Hinternsalbe, die brennt ziemlich. Ist ähnlich wie so eine Rheumasalbe. Und jedes Mal, wenn ich dann mich hinsetze, dann fühlt es sich so an, als würde ich mich in glühende Kohlen setzen. Und deswegen habe ich auch manchmal, wenn ich mich direkt ganz frisch auf einen Stuhl setze, einen so richtig schönen, verkniffenden Gesichtsausdruck, bei dem es so aussieht, als ob ich jeden Moment innerlich explodieren würde. Das war doch jetzt eine spannende Geschichte. Da kann man doch schön zu einschlafen, oder? Phoenix, danke, dass du da warst. Ciao. Und hallo an Pekena Lipa. Ach nein. Es ist eine interessante Geschichte, ne? Was man hier alles erfährt über den Streamer. Gutes Kennenlernen, Mann. Ja, siehst du? Jetzt weißt du Bescheid über mich. Prost, auf meinen Hintern. Wie was war gerade eingeschlafen? Es war auch echt schön, ne? Ramona, hallo. So, Olaf erfährt jetzt die Geschichte. Und das war's. Das ist alles, was mir passiert ist, seit ich im Dreamland Valley angekommen bin. Ich habe einfach einen sehr, sehr heißen Hintern.
Das ist eine der drei besten Geschichten, die ich je gehört habe, Taufi. Das ist aber echt traurig, Olaf. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist echt nicht der Rede wert. Am besten hat mir die Stelle gefallen, als du dir den Hintern gerieben hast und drauf gesessen bist und ein verkniffenes Gesicht gehabt hast. Das war zum Schießen. Du sahst aus wie Donald Duck. Begena Lipa, Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Das Tarn hat so viele Hintern. Wenn ich ihre Geschichten schreiben soll, muss ich jedes noch so kleine Detail kennen. Was geschah bei Christoph und Donalds epischem Abenteuer? Wie hat Christoph die ganze Zeit, in der Donald verschwunden war, im Wald überlebt? Ich muss alles wissen. Wir könnten mit Christoph und Donald reden und sie fragen. Ja. Tolle Idee! Warum machst du das nicht, während ich mir den ersten Akt des Drehbuchs ausdenke? Erster Akt, erste Szene. Es war eine Nacht voller böser Winde. Nein, warte. Nein, du sagtest, es war sonnig. Jo. Am Arsch ist es finster, heißt es doch normalerweise, ne? Ey, guck mal hier. Ich habe die Mickey-Quest erledigt. Jetzt könnte ich rein theoretisch Olaf wieder mitnehmen, ne? Hallo! So. Lass uns abhängen. Gut. Jetzt muss ich mit Christoph und Donald reden. Mickey, gehst du mal kurz weg? Ich verbacke sonst in der Tür. Das habe ich schon so oft gehabt. Gib gleich jetzt auf den Hintern. Der Code macht mich fertig. Ich habe sogar einen Screen von mir. Vor mir liegen zum Abgleich. Oh nein. Hast du eine Internetverbindung? Vielleicht liegt es daran. Vielleicht bist du mit dem Spiel nicht im Internet. Das habe ich auch manchmal, dass ich mit dem Spiel nicht online bin. Ja. Ach, da ist Christoph. Bleib doch stehen! Christoph, halt! Hey! Sag mal. Ich soll dir von meinem Abenteuer mit Donald Duck erzählen, als das Vergessen passierte? Nun ja, es war kein großes Abenteuer. Wir haben eine Weile auf der sonnigen Ebene kampiert, bis die Riesennachtdornen anfingen, sich überall einzuschleichen. Dann hat Donald etwas gesehen, das ihn wirklich wütend machte, und er hat versucht, dagegen anzukämpfen. Es war nur ein Schatten, aber er dachte, es sei ein Drache. Es war ein Kolibri. Donald hat einen Streit mit einem Kolibri angefangen. Heldenhaft ist das allerdings nicht, wirklich nicht. Mein Kopf juckt. Ah, das Spiel verarscht mich nun mal wieder. Kam gerade, dass dem nächsten Briefkasten was sein soll. Super, freut mich, dass es geklappt hat. Annie, Dankeschön für den Follow auch noch dafür. Dankeschön. Aber finde ich toll, dass es geklappt hat. Ich hätte jetzt noch weitergeholfen irgendwie. Wir hätten dir alle geholfen, damit du das, die goldene Kartoffel kriegst, von der ich so gar nicht weiß, was damit überhaupt anfangen kann. Aber irgendwas geht, ich weiß es. So. Nicht sehr heldenhaft, aber das ist halt Donald, ne? Wie ich schon sagte, war es kein großes Abenteuer. Wir haben einfach nur herumgehangen. Danach ging es ins vergessene Land. Donald ist in eine Pfütze getreten und hat überall Wasser verspritzt. Dann sprang ein Frosch auf uns zu. Gut, man könnte es ein bisschen aufbauschen. Es war halt einfach ein gefährlicher Frosch. Es war ein tollwütiger Frosch. Es war ein Frosch mit einer Knarre. Irgendwas erfinden wir einfach, damit das Theaterstück ein bisschen spannender wird. Tut mir leid, Toffi. Ich wünschte, ich hätte etwas Spannenderes zu erzählen. Danach sind wir in den Wald der Tapferkeit gegangen und, naja, den Rest kennst du ja. Du solltest mit Donald sprechen. Ich wette, er wird es viel heldenhafter klingen lassen, als ich es gerade getan habe. Ich weiß das sehr zu schätzen. Donald synchronisieren ist immer so eine schwierige Sache. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so, aber ja. Toll, Wutfrosch. Toffi hat durch sein Gerede gerade irgendwie mein Siri aktiviert. Sie dann so, ich habe dich leider nicht verstanden. Das ist wie Alexa, ne? Ich müsste sie mal wieder aktivieren. Ich würde Alexa gerne mal wieder aktivieren. Oh, ich habe mein Haustier gestreichelt, anstatt mit Donald zu reden. Es ist ein schönes Bild, oder? Ärscheln die beiden? Wenn man zwei Hintern aneinander reibt, ist das der neueste Trend? Macht man das heutzutage unter Schneemännern und Enten so? Treffen die sich heimlich irgendwo und ärscheln so ein bisschen vor sich hin? Also ich finde das eigentlich eine ganz süße Sache.
Also, ich würde ja sagen, es ist Zufall, dass sie jetzt so stehen, aber guck dir das mal bitte an. Also, die stehen ja so wirklich bereit, die warten doch auf irgendwas. Irgendwas muss da jetzt passieren, ich habe keine Ahnung. Also, irgendwas ist da. Toffee verstehen ist sowieso eine Kunst für sich. Hä? Willst du wissen, was passiert ist, als ich mit Christoph das Vergastenhill aufhalten wollte? Darauf kannst du wetten. Ich werde dir alles über mein Heldentum erzählen. Jo, das bin ich mir mal gespannt. Jackie, hallo! In einer dunklen und stürmischen Nacht haben wir auf der sonnigen Ebene gezeltet. Plötzlich sahen wir einen riesigen Schatten an der Wand der Klippe. Er hatte Flügel, die so groß waren wie ein Haus. Stimmt, Christoph hat es mir schon erzählt. Es war ein Kolibri. Ein Kolibri? Mach es nicht lächerlich. Das war kein Kolibri. Es war ein zweiköpfiger, 20 Meter großer, feuerspeiender Drache. Ein Großibri. Ach Gott, Entschuldigung. Manchmal, meine eigenen Witze sind doch echt immer die besten. ja, wahnsinnig. Noch erstaunlicher ist, wie ich mich mit meinem eigenen Helden bekämpft habe. Als nächstes sind wir ins vergessene Land gegangen, wo die Dinge noch schlimmer wurden. Richtig, Christoph hat mir erzählt, dass du in eine Pfütze getreten bist und überall Wasser verspritzt hast. Danach ist ein Frosch auf euch zugesprungen. Was? Nein, das war überhaupt nicht so. Unter mir tat sich ein riesiger Abgrund auf. Dann packte mich ein Seeungeheuer und versuchte mich hineinzuziehen. Das war Ursula, die war trächtig. Oh ja. Was? Das ist alles wahr. Ich habe den Seeungeheuer besiegt und auch Christoph gerettet. Danach sind wir in den Wald der Tapferkeit gegangen und ein schrecklicher Böser. Oh, warte, den Rest kennst du. Nichts davon entspricht auch nur annähernd dem, was Christoph mir erzählt hat. Nun, dann muss mein Gedächtnis doch immer verkorkst sein. Genau so ist es passiert. Ja, Olaf, du hast alles mitgekriegt. Ist das irgendwas, was Steven Spielberg... Spielberg. Ja, also Steven Spielberg haben wir schon angefragt. Er hat leider keine Zeit. Deswegen versuchen wir es einfach mal bei Steven Spielberg. Der hat bestimmt Zeit. Der hat nicht so viel zu tun. Die letzte Verfilmung, die er gemacht hat, war... Monster Energy, der Film. Untertitel Rehab. Mhm. Was, Alexa, hast du bei uns heute auch aktiviert durch ein Hogwarts-Video? Da kam dann das Lied I Came For You. I came for you. I came for you. For you. For you. I came for you. Aber übrigens, bevor wir jetzt zu Olaf weitergehen, guck mal, habt ihr schon meinen neuen Begleiter gesehen? Das ist der neue, den man durch den Pass kriegt. Durch den Sternpfad. Das ist das kleine Häschen. Ist es nicht süß? Ich habe das kleine Häschen. Es hat einen Zylinder auf. Das ist so süß. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Der ist so putzig. Ich mag ihn. Du bist auch putzig, Olaf. Aber du hast keinen Zylinder auf. Warum eigentlich? Du bist doch ein Schneemann. Hast du mit Donald und Christoph gesprochen? Erzähl mir alles. Du standst direkt daneben. Hm. Aber der hat ja keine Ohren, der kann ja eh nichts hören, ne? Warte, warte. Lass mich meine Augen schließen, damit ich mir das alles besser vorstellen kann. Nun, es begann alles auf der sonnigen Ebene, als sie sich mit einem Drachen, also als sie sich einem Drachen stellten. Oder vielleicht einem Kolibri. Das war's. Das ist alles, was Christoph und Donald mir erzählt haben. Aber das sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Wer hat deiner Meinung nach die Wahrheit gesagt? Das müssen wir eigentlich nicht mehr erfragen. Das ist eigentlich sehr, sehr offensichtlich. Aber meine Güte, man kann die Wahrheit auch ein kleines bisschen ausdehnen. Ich würde mal sagen, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Kreativ muss man heutzutage sein. Das stimmt halt wirklich, ne? Sonst guckt sich das doch keiner an. Ich frage mich, was Anna wohl vorhat. Hast du auch gesehen, was es noch für einen gibt? Da gibt es noch einen? Gab es dann noch einen Hasen? Oh, da muss ich gleich nochmal gucken. Ich dachte, da gab es nur einen. Farthingwald, hey! Willkommen zurück an dich. Ja, genau. Willkommen zurück. Ah. Ich fürchte, dass dieses Thema nicht sehr spannend für unser Publikum sein wird, Toffee. Sie wollen Spannung und Donalds Version der Geschichte war viel spannender. Ich werde ihn bitten, mir beim Schreiben der Drehbücher zu helfen. Das wird ein Stück, an das man sich erinnern wird.
Oh, aber diese Geschichte hat so viele Schauplätze. Die sonnige Ebene, das vergessene Land, der Wald der Tapferkeit. Ich sollte sie wirklich alle sehen, während ich schreibe, damit ich die Atmosphäre vollständig erfassen kann. Kein Problem. Ich habe dieses Ding, das man Kamera nennt. Damit kann ich ein paar Fotos für dich machen. Damit kannst du dich richtig einstimmen. Das wäre wunderbar. Danke, Toffi. Du bist wirklich ein Freund des Theaters. Könntest du mir Bilder von die Säule des Mutes im Wald der Tapferkeit, der Elefantenfriedhof auf der sonnigen Ebene und die Ruinen im vergessenen Land machen? Ja. Mach ich. Ich bin bald wieder da. Ganz schön lange Quest, ne? So, vergessenes Land, sonnige Ebene und Wald der Tapferkeit. So, dann muss ich jetzt hier hoch, ne? Wald der Tapferkeit, oder? Jo. Guck einfach unter Begleiter. Warte, ich guck. Warte. Ach, Quatsch. Da war schon richtig. Was mache ich denn hier? So, warte. Garderobe. Begleiter. Ach! Nee. Oder? Ist das neu, das gruselige Eichhörnchen? Doch, oder? Ist das neu? Ja, echt jetzt? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, ist das geil. Und es furzt. Ich find's geil. Es stinkt. Oh, okay, das finde ich cool. Scheiß auf den Hasen, das ist viel geiler. Oh. Kam mit der Olaf-Quest. Alter, wie geil. Okay, das ist so viel geiler. Und schon ist Mr. Hase vergessen. Ja, scheiß auf den Hasen. Heute gibt's falschen Hasen. Ist nämlich ein Eichhörnchen, ist kein echter Hase. Ah. So, jetzt mache ich da mal ein Foto von. Das sind die von Olaf, die hier haben die Knöpfe geklaut. Ja, deswegen sollten wir sie eigentlich nicht mit Olaf zusammenbringen, eigentlich, ne? Aber gut. Ne, warte, so. Gott, wie ich aussehe. Ich könnte um den Finger... Ist das nicht die Säule des Mutes? Habe ich jetzt gerade was falsch gemacht? Wald der Tapferkeit? Säule des Mutes? Ist sie das nicht? Du musst weiter weg. Echt jetzt? Mit Olaf zusammen? Ach so, okay. Hä, warum? Warum muss man da weiter weg? Hatte das Problem auch... Hä? Was macht das für einen Sinn? Das ist total logisch. Man darf sich so erkennen, weißt du? Irgendwas machen, was man nicht so leicht erkennen kann. Olaf ist ja auch endlich als Charakter da. Bin erst bei Part 171 in der Playlist auf Platz 176. Dann habe ich dich ja jetzt gespoilert. Es tut mir leid. Ja, Olaf ist jetzt auch da. Und ich liebe Umarmungen. Nein, Olaf liebt Umarmungen. So, warte, ich gehe mal ganz weit weg. Warte mal. Ich mache mal ein Foto vom Elefantenfriedhof. So, warte. Weiter weg kann ich nicht. Guck mal da. Da hinten. Da ist der Elefantenfriedhof. Guck mal, ich zeig sogar drauf. Da ist der Elefant. Guck mal, zeig nochmal drauf. Da ist der Elefantenfriedhof. Siehst du? Da. Da ist er. Da. Was? Das war nicht richtig? Bitte was? Ja, wenn das Spiel schon will, dass ich weiter weggehe, ich nehme die Sache ernst. Ich nehme die Sache ernst. Ach Gott. Also ich muss es halt auch immer ins Lächerliche ziehen, ne? Anstatt es einfach hinzunehmen, dass man halt einfach ein bisschen weiter weg muss. Nein, ich muss immer falsche Knöpfe drücken. Ups. Ups. Upsi. Nein. Heb die Dinger wieder auf. Ups. So. Zählt das? Ja, das zählt. Und die Ruinen im vergessenen Land. Etwa 3 Meter davor. Das hat mir das Spiel aber nicht gesagt. Asuna, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. So, Ruinen.
Gehen wir zu den Ruinen und fotografieren wir sie. Ich hoffe, dass das... mein Foto es nicht ruiniert. Warum drücke ich immer die gleichen falschen Knöpfe, Mann? Was ist los mit mir?